Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung, liebe Star Wars Fans, ich hab's gespoilert, ihr seht's ja eh schon am Thumbnail. Der liebe Alex, der hier neben mir sitzt, und ich, der Pete, wir haben noch Pre-Release-Sets gefunden. Gefunden? Ja, also Alex hat die einfach nicht aufgemacht. Ich bin gar nicht zum Spiel gekommen, weil ich bei uns in Falkensee auf der Eventfläche haben wir Pre-Release gehabt, aber da war ich halt so ein bisschen in leitender Funktion. Ja, und wir waren gerade, also brauchst du nicht mitspielen. Ja, das stimmt. Ja. Und ja, deswegen dachte ich mir, ah Mann, packe ich die doch mal aus, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ja. Und ja, da hatten wir jetzt hier quasi noch zwei stehen und dann haben wir überlegt, man kann ja nie wissen, was man so zieht, deswegen machen wir einfach mal die Kamera an. Haben wir ja hier alles aufgebaut. Richtig. Deswegen und ob ihr das Video jemals seht, das ist die große Frage. Wenn wir was Schönes ziehen, dann werdet ihr es sehen. Obwohl, dann ist es jetzt also schon ein Spoiler. Das heißt, wenn sie das Video sehen. Na, die Frage ist, was schön. Oder die Frage ist ja, was, oder laden wir das Video trotzdem hoch und vielleicht ja, ja gar nichts. Einfach, um euch nur zu verwirren. Für diejenigen, die neu bei Star Wars sind, kann ja sein, dass irgendwer jetzt raufklickt. Das ist jetzt das zweite Set, Schatten der Galaxie. Es steht auch schon das nächste Set so gedanklich in den Startlöchern. Pete, weißt du, wie das heißt? Das Twilight of the Republic. Twilight of the Republic. Also Zwielicht der Republik. Und weißt du auch, wann es startet, das dritte Set? Im November. Also nach dem Spiel, ja, einen Monat irgendwie. In so einem Pre-Release-Set gibt es immer 6 Booster. Das ist sozusagen ja die Anzahl, um Sealed zu spielen. Also man würde sich aus diesen 6 Boostern ein Deck aus mindestens 30 Karten zusammenstellen. Dann gibt es hier so eine Papp-Deckbox. Erstaunlicherweise muss ich sagen, ist die wirklich langlebig. Ja. Ich habe von anderen Pre-Release-Sets und auch aus Starter-Sets und so, ist die wirklich ziemlich cool. Ja, was ich richtig cool finde, ist, die hat halt auch so einen Klackmechanismus mit dieser Leiter hier. Diese Laschbier, ne? Das geht nicht ganz automatisch auf. Selbst wenn so ein bisschen Druck ist, sind die, also man muss wirklich sagen, für eine und fast ein Commander-Deck. Standard-Pack-Box ist es super. Dann gibt es eine Kartentrenner-Karte. Die finde ich auch super, die benutze ich nämlich, um meine Decks zu trennen in meiner Transportbox. Dann immer mit anderem Artwork, passend halt zu dem jeweiligen Set. Genau, das zum Set 2 ist hier blau, ne, und das ist das Logo mit Maul, Dr. Ezra, Cat Bane, Jabba the Hutt. Tja, und wir hätten einen Pike gesagt, aber so ein Druide, Solom oder so, ne? Oder irgendwie. Der Android baut die Hand an. Dann gibt es Schadensmarker, den Initiative-Token und hier X, falls man schon irgendwie. So ein Epic-Token für den Leader. Wenn der Leader einmal besiegt wurde, dann hat er quasi, dass er nicht nochmal spawnen kann. Das ist hier natürlich relativ dünne Pappe. Das ist halt einfach für diejenigen, die noch gar nichts haben. Ich kenne immer noch Leute, die damit spielen und Turniere gewinnen. Auf jeden Fall. Also, das hat nichts damit zu tun, ob man gut oder schlecht spielt. Ne? Viele haben natürlich bei Trading Card Games ihr eigenes Tokenset, entweder von Gamegenic, sich selber was gebastelt oder Dritthersteller. Und dann natürlich seht ihr hier Schnelleinstiegsregeln mit den Keywords, die da wichtig sind. Meistens hier auf der Rückseite Schlüsselwörter. Ne? Auf jeden Fall natürlich immer die Schlüsselworte, die halt neu sind in diesem Set. Und da geht es ja hier um Kopfgeld und Schmuggeln in erster Linie. Das stimmt. Und dann machen wir hier auch mal eine auf. Dann haben wir ja immer 2 extra Karten, die bei dem jeweiligen Set quasi die Startdeck-Helden als Foilkarte haben. Da hatten wir jetzt hier bei dem Starterdeck Moff Gideon und der Mandalorianer und die gibt es dann halt hier in Foil. Ne? Das ist jetzt keine. Und Hyperspace. Ja. Aber nur auf einer Seite. Nur auf einer Seite Foil und Foil Hyperspace, auf der anderen Seite Hyperspace. Das ist jetzt keine Showcase-Karte, ne? Die gibt es natürlich auch noch als Showcase. Die inzwischen, ja, von Set 2 gibt es die. Ja. Luke und Vader gibt es nicht als Showcase. Und stimmt. Das haben sie aber auch schon geteasert, dass das ein Special wird. Dass das nachgeholt werden kann. Nee, das wird wahrscheinlich, also die Vermutung ist, dass es die Galactic Champion. Wenn man quasi dann in der größten Turnierstufe vorher. Also, dass sie da irgendwo auftauchen, ob sie da als Teilnehmersachen auftauchen oder nicht, sei jetzt eingestellt. Gab es ja noch nicht wirklich hohes Competitive Play, also Spiel gegeneinander, sondern ja dieses eher so freundschaftlicher Basis-Casual-Play-mäßig mit dem Store-Showdown. Und jetzt fängt ja gerade an, das Competitive Play
ja, so loszugehen, ne, mit so Vorentscheidungen, dann Punkten zu sammeln. Und das startet aber so richtig eigentlich auch. Das geht erstmal los, das ist auch Season 0, das ist auch so eine Probe-Season, die sie jetzt gerade machen. Und es gibt aber auch sehr viel unabhängige, also nicht FFG-Turniere, die einfach die Sachen noch vorantreiben. Ne? Also die auch schon deutsche Meisterschaften so gemacht haben, die werden dann darin übergehen, weil die jetzt zusammenarbeiten wollen, von wem die jetzt gesponsert sind und gemacht sind. Also es gibt, in Deutschland gibt es Qualifier und ähnliches. Viele Leute fahren auch ins Ausland, also Spanien, Polen, Italien, wo sie gerade sind. Bei Spielen kann man überall. Auf jeden Fall. Und ja, wir öffnen jetzt einfach hier mal ein paar Packs. Also wir können da nachher drauf eingehen, worauf man vielleicht ein bisschen achtet, wenn man so Decks baut. Wenn wir jetzt draften würden, na, dann hätte man nur 3 Packs. Sealed sind, wie gesagt, halt 6. Da wird halt nichts hin und her getauscht. Alle Karten, die man letztendlich dann hat und auch gekauft hat, behält man sozusagen. Ja. Außer Showcases, die gehören mir. Nein. Ich hätte das aufnehmen sollen, dass er irgendwann mal sagte, deutsche Karten spielt er ja gar nicht. Deswegen habe ich damit, so ein Lieder spiele ich auch nicht. Ich lasse einfach in der Sammlung. Ja, wir können schon mal festhalten, dass das hier keine Showcase-Karte ist. Warum? Woran erkenne ich das? Die erkennt man an einem alternativen Artwork. Das wäre auch fein. Also Showcase würde dann natürlich diesen Platz einnehmen hier, den Leader-Platz. Das ist sozusagen dann schon immer die allererste Karte. Dann kommt immer eine Basiskarte. In diesem Set, was heißt Basis? Basis. Ja, aber Basiskarte hört sich so an wie eine Standardkarte. Aber eine Karte, die die Basis zeigt. In diesem Set gibt es keine speziellen Basen, die 25 Lebenspunkte und einen Effekt haben. Da gibt es jetzt nur 30. Ich bin mal gespannt, ob sie wieder geben wird. Aber weiß man noch nicht. Wenn wir hier eine Showcase ziehen, dann können wir die hier auch, also ist jetzt keine Showcase, aber ja, okay. Nee, ich wollte nur sagen, dann kann man, wenn man will, kann man hier nochmal irgendwas im Detail zeigen oder so, falls wir irgendwie... Ich dachte, du wolltest jetzt deine Hyperspace Foil, die hinten liegt, schon mal... Ja, sowas kann man ja gerne mal... Wir haben also den Leader gehabt und die Basis. Jetzt kommen erstmal die Common-Karten. Man sieht ja unten rechts, dass es eine Common ist. Ne? Also hier der Nexus. Alle mögen nix. Ne? Also das ist ähnlich hübsch. Das heißt, wir haben erstmal ein paar Common-Karten. Die gehe ich jetzt einfach mal durch. Und dann, ich weiß nicht wann, gibt es irgendwann die 8. oder so. 2, 4, 6, 8. Genau, es gibt 9 Common-Karten. Die 9. kann, wie man hier sieht, eine besondere Common sein, die hat also keinen Rand. Das ist also eine Hyperspace-Karte, wie das schon heißt. Dann geht's weiter. Aber der Slot, jetzt nur nochmal für mich, ist das der Hyperspace-Slot? Oder ist das... Das ist ein Hyperspace-Slot. Genau, das ist der Hyperspace-Slot. Aber das heißt, Commons, es müsste keine Common sein, oder? Doch, das muss ist eine Common. Okay. Der Hyperspace-Slot für die Uncommons wäre der Rare-Slot. Ah, okay. Also das soweit ist, ich das weiß. Ich hatte aber auch schon, dass die 6. Karte in so einer Reihe. Hier eine Dingsnummer. Wir sehen hier unten, hier kommen auch die Uncommons. Wir legen den also erstmal raus. Das heißt also, jetzt kommen 3 Uncommons. Wobei die 3. Uncommon ist ein Sonderslot. Da könnten jetzt auch Hyperspace, Rare und Uncommon sein. Oder Legendary? Ich glaube auch, ja. Wir haben also eine. Ja. Und ja, wir bleiben bei Uncommon. Oh, aber guck mal, die Karte, die wolltest du noch mal haben. Mir fehlte noch einer. Ist einer dabei. Und der nächste Slot wäre der Rare oder Legendary Slot. Deswegen gucken wir einfach mal. Pete hat schon eine Legendary gezogen. Ja, ich habe immer eine Legendary. Ein Pack hatte ich, da war keine drin. So, willst du raten? Warte mal. Nein. Ja, komm, es ist so viel Legendary gibt es. Ja, aber nicht. Ich bin da. Okay, machen wir nicht. Oder wir machen das für eure Profis. Wir müssen ja nicht umschalten. Ich sag das einfach mal. Ja, du kannst ja mal. Ich kann ja mal versuchen. Okay, es gibt so ein Format, eine Gäste-Card. Ja, jetzt musst du rauskriegen, welche Karte es ist. Es ist schon mal Set 2 Legendary, so viel weißt du. Ja,
Ich glaube, in dem Set wurde gar keine Legendary aus Set 1 reprinted, oder? Nein. Okay. Ist es eine gelbe Karte? Nein. Ist es eine blaue Karte? Ja. Warum hast du da so lange überlegt? Ja, weil es halt, ob die blau ist, ist ja eigentlich... Ah ja, ist egal. Es ist eine blaue Karte. Okay, es ist eine blaue Karte. Einzig um die Ist es der Mandalorianer? Halt. Ist das nicht dieses Artwork, wo der da eingefroren ist? Das Artwork, wo der eingefroren ist? Wer ist eingefroren? Das sieht irgendwie... Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Oh, scheiße, was ist denn die zweite Blume? Es gibt drei Marvel Legendaries. Kacke, und da hört mein Wissen jetzt schon wieder auf. Die nächste Frage wäre Doppelaspekt, ja. Eine Einheit oder nicht? Es ist eine Einheit. Es ist eine Einheit. Ja, das hab ich mir fast schon irgendwie gedacht, aber ich bin einfach... Ah, ist raus. Ja. Wisst ihr es? Bestimmt, aber ihr dürft die Karte nicht kriegen, oder? Oder wie? Wie hoch ist es? Zeig mal im DJ-Feed. Oberster Anführer Snoke. Es ist Snoke. Ach, verdammt. Ja, ja. Der ist blau. Ja, der ist eine sehr gute Karte, vor allen Dingen mit dem nächsten Set, wenn die ganzen Tokens kommen hier. Und auch hier, ne, so... Weil diese Karte kann generell nicht sterben, aber durch Snoke könnte sie das. So, wir sind noch nicht fertig mit dem Set. Die letzte Karte ist auch ein Sonderslot. Der ist immer Foil. Der kann aber Foil Hyperspace sein und der kann halt jede Rarität haben. Zwischen Come and Uncome, auch Legendary sozusagen, ne? In dem Fall ist es eine Uncome. Zieht der noch eine Legendary? Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ja, aber Snoke ist schon mal nett. Und Sanara San. Und ihr seht hier so das Foiling auf der Karte, ne? Die sehen alle sehr hübsch aus, finde ich. Ja. Ja, das war doch schon mal ein gutes Pack. Ja, es gibt jetzt hier auch eine Karte, Besiege eine Einheit, die ist jetzt nicht so günstig, aber immerhin gibt es eine Karte, die wirklich jede Einheit besiegt. Egal, ob Anführer oder nicht. Genau. Ich mag hier diesen, also jetzt nicht unbedingt vielleicht als Karte zum Spielen, aber diesen Quad-Jumper, den fand ich als Miniatur bei X-Wing auch schon immer super knuffig. Der ist total nicht so schlecht, wenn man den hat. Ist auch schön an so Limited-Formaten. Man spielt einfach mehr Karten, die man eigentlich sonst so in gebauten Decks nicht spielen würde und merkt einfach erstmal, was sie können. Und man muss natürlich dann schon festhalten, wenn man denn vielleicht doch die Möglichkeit hat, eine Legendary-Karte zu ziehen, kann die denn schon auch spielentscheidend sein. In dem Fall würde das ja jetzt hier blau-böse sozusagen blau-schwarz gehen, wenn man... Denn Dexes sind ja immer letztendlich zwei farbige Aspekte und dann auf der guten oder bösen Seite. Und da würde wahrscheinlich jetzt nur, wenn ihr jetzt ganz viele Karten zieht, die jetzt vielleicht eher in Richtung gut gehen, dann gibt es vielleicht die Überlegung, Snoke nicht mit reinzunehmen mitunter. Ja, das stimmt. So. Aber was hast du denn für eine Rare gezogen? Nee, das war ja der Legendary. Das war meine Rare. Das ist meine Rare hier. Gauntlet der Überlebenden. Mandalorianer und dann hier der gute Frachter. Also ich muss mal sagen, alle Schiffe in Foil-Modus sehen immer super sehen geil nett aus. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden noch einen Hyperspace Millennium Falcon. Es gibt einfach Karten, die sehen noch cooler aus, denn gerade im Hyperspace Foil. Gucken wir mal, ob wir das haben. Die gute ich hätte jetzt aber gedacht, hier, guck mal, Bo-Katan Showcase. Ja. Na, man muss festhalten, es ist wirklich... Ja, du hast schon... Es ist... Aus den Startsets hast du immer Glück gehabt. Aus den Startsets? Oder Präsentationssets. Egal. Ich glaube, du hast mehr Showcase gezogen als ich. Glaube ich fast. Nee. Oder nicht weniger? Ich sage nee. Er sagt nein. Ich habe nur drei gezogen. Die Aussage ist, und in dem Set keine. Oh, eine Rare hier, der Beckett. Oh, der Beckett ist richtig gut. Der ist, der exhaustet nämlich Einheiten. Der Lehrer oder der Mentor von Han Solo, im Han Solo-Film. Mhm. Ja, ich lege mal hier die Rares beiseite und vielleicht die Foils. Und vielleicht die Foils. So, welchen Lando Calrissian hätten wir gerne? Wir machen einfach weiter. Oder? Ja. Es ist irgendwie Lottospiel. Ja, und das krass ist halt wirklich, ne? Also man könnte ja, man kann ja bis zu drei Legendaries haben. Also in diesem Rare Legendary Slot, im Foil Slot
Und ich glaube auch wirklich in diesem Hyperspace-Slot. Ja, könnte gibt, auch. Genau. Ich kenne auch jemanden, der hat einen Dreier Legendary Pack. Genau, das er hat keine Showcase gezogen und das hat er geschafft. Ein Pack mit drei Legendary. Und das ist natürlich trotzdem, also auch selbst ein Pack mit zwei Legendaries ist schon richtig. Ist schon Legendary. Aber ist das immer noch ein TCG? Es fühlt sich an wie Glücksspiel. Es ist einfach immer so der Sache. Ne? Ja, also. Das auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, dass es andere Trading Card Systeme mitunter gibt, wo das, wenn man ein Pack öffnet, vielleicht gleich auf die letzten drei geht oder irgendwie, weißt du, so, die sind trotzdem immer noch ziemlich überraschend. Also man, ich finde, man macht trotzdem gerne Packs auf, weil es halt diese Möglichkeit gibt von quasi null bis auch sogar drei Legendaries. Und halt diese Lass mich doch auch hier. Ja, mach mal. Piet. Schalt doch mal um. Auf was soll ich umschalten? Naja, wenn wir das schon machen, dann gucken wir uns die einfach an. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, keine Hyperspace-Karte. Dann kommen wir jetzt hier an Commons. Kopfgeldjägerbeute, sehr starke Karte übrigens. Der Klient, auch sehr starke Karte. Kässchen. Auch eine sehr gute Karte. Und jetzt? Eine Rare. Wrecker. Wird auch gerne gespielt bei Rot. Und wir sehen jetzt das erste Mal eine Hyperspace-Foil-Karte. Also komplett ohne Rand und komplett gefoilt. Also wir kamen Beschützer des Außenpostens. Sehr hübsch. Ach ja. Wir können festhalten, keine Showcase, aber Bosk. Kein Showcase, aber Bosk. Aber Bosk, genau. Hier die sieht man dann auch nochmal die Karte jetzt normal, ne? Nicht Hyperspace und nicht voll. Er hat denselben Spielwert übrigens. Ja, das muss also man festhalten. Da kann man ganz entspannt sein. So, hier jetzt wieder Hyperspace. Oh, hübsch. Und da ist nochmal Tobias. Ja, das ist der Uncommon-Slot, ne? Das ist jetzt also eine Rare gewesen im Uncommon-Slot. Und deswegen quasi eine zweite Rare, in dem, was auch hätte eine Legendary oder sowas sein können. Genau. Ja. Der Gnadenlose hier. Oder Gnadenlos. Und ja, ich musste mal, ich sag, Raumschiffe in Foil finde ich persönlich immer richtig gut. Das, und muss mal gucken, ja, über. Das geht so, ja oder nein, was glaubst du? Komm. Wahrscheinlich nein. Ja, aber fast. Ja, aber halt in. Ja, aber es ist falsch gedreht, also ist falsch rum. Ja, das kommt manchmal vor. Ich hatte auch schon mal, dass eine Vollkarte hinten falsch rumliegt. Ja, aber Cad Bane, also Bane. Jetzt der Anführer halt in Hyperspace. Ja, ne? So, wir haben noch mal eine Sache. Dann gehen wir weiter. Gucken wir mal. Ihr habt es jetzt schon geschaut, ich habe falsch gefächert, ne? Ja. Den Trandoshianer. Ein Preis auf deinem Korb. Ah, Lebensretter der Clan Ren. Ich habe nicht mehr erzählt. Der Deal ist geplatzt. Ist ja eine Diskussion, ob das eine gute Karte ist oder nicht, weil also eigentlich ist sie ein bisschen teuer. Ja. Aber du legst, der Gegner legt eine Karte ab und du ziehst halt eine Karte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Karte, die man bei Twin Suns spielt, weil du ja dann zum Beispiel drei Gegner hast. Achso, jeder Gegner, ja, das stimmt. Genau, also ist auf jeden Fall. Da machst du die also richtig gut. Genau, das ist auf jeden Fall eine Karte, die in Twin Suns Deck kommt, wenn man böse spielt. Auch keine sogar. Verlockende Belohnungen, ja, die Cat Bane mit dem lieben Herrn hier, Unterstützer aus Freetown. Und tötet den Drachen. Die Tusken, die hier die Perle hochjagen. So, wie immer. Grüne Rare. Von Tobias Olexa. Oh ja, wenn man jetzt noch besser drauf ist, ne, stimmt. Ja, ist aber Nummer 103. Achso, ja, man kann natürlich, stimmt, ist es Nummer 103. 103 ist also rot. Was rot? Nee, ist eine grüne Karte, Piet, das sieht man schon. Ach so, ja. Der General und Amtsträger. Ich weiß nicht, wo der vorkommt. Ja, da bin ich jetzt auf Anhieb auch ein bisschen überfragt, aber Riegan. Die Stärke. Die Feuchtfarmerin, ja. Ja. Lieblingskarte Fieber.
Nicht? Ja, doch. Da hat mir ein Spiel gewonnen. Ja. Als sie ihr mit dem Dark Saber durch die Gegend gelaufen ist. Ja, Dark Saber, auch eine schöne Legendary-Karte. Ja. Hier sieht man, guck mal, wir machen das immer so ein bisschen. Hier sieht man jetzt auch nochmal den Unterschied Cad Bane, Hyperspace und Cad Bane normal. Ist ja gut. Ich sortiere schon mal. Ach ja, so. Upsala, auch Feuchtfarmerin, aber nicht voll. Naja, die restaurt auch so wieder. Also wieder stellt auf so zwei her. Ob sie nun glitzert oder nicht, hat er keinen Schmuck. Ist auch eine ganz eklige Karte übrigens, dieser Panzer. Der Panzer? Ja, der hat, einen 4-6, ist auch so eine Statline. Die ist echt mies. Wachposten, kann geschmuggelt werden. War schon mal Verhängnis von mir. Hier, Brandschatzen, auch coole Karte. Will ein Spieler, er legt zwei Karten von seiner Hand ab. Also Karten. Wie er einfach schon mal die Rare-Spoiler, ja. Das ist sehr lustig. So dabei, ja. Im Moment, ja. Der Gute hier. Ja. Ja, cool. I have spoken. Also, ich habe gesprochen. Punishing One, auch ganz nettes. Ja, schon so super, super Flieger auf jeden Fall. Drei, vier. Die gute Lady, wenn man halt Unterweltkarten spielt, gerade wenn man die vielleicht irgendwie draftet oder sowas, ist das nicht verkehrt. Inspirierender Mentor. Ja. Und hier auch so eine Ekelkarte. Also, weil die kommt halt mit einem. Also, der Mentor ist gut, vor allem, weil der Erfahrungspunkte verteilt, aber die kommt halt mit einem Schild rein. Ein Schild zählt als Upgrade und damit hat sie erstmal Wachposten. Mit einem Schild ist halt schon mal schon ätzend. Ja, das muss man sich wiederum auch immer mal ins Gedächtnis rufen. Diese wie heißen die Marker? Erfahrungsmarker und halt die Schildmarker, ja, das sind halt Upgrades. Wenn man jetzt mit den Tokens spielt, ne, dass man das nicht vielleicht gedanklich vergisst, das sind halt auch also Upgrade-Karten. Aufmachen kann ich schon mal nicht. Ja, das passiert manchmal im Eifer des Gefechts. Im Eifer des Gefechts, sagt er. Guck mal hier. Was hätten wir gerne? Kira Showcase? Klar, es gibt natürlich Showcase-Karten, die haben auf dem sekundären Markt einen höheren Wert, aber eigentlich ist jede Showcase schon nett. Gut. Ja, auf jeden Fall. Und man kann mit jeder Showcase sich eigentlich noch ein neues Display kaufen. Ach so, mal rechnest du. Ja, aber man kann auch jede Showcase spielen. Ja. Das ist auch eine sehr starke Karte. Übrigens. Die haben wir ja auch gespoilert hier. Ja, die haben lange das Rutten. Der weiß ja, was gleich kommt. Gesucht! Kamen. Jabba's Rancor, sehr starke Karte. Ne? 9-9 ist halt immer mal was man nicht so gerne hätte. Ja, wenn das Spiel so lange geht quasi, dann will man nicht wir gerne Wir haben drauf. Die liebe Rose. Ja. Und die Behörden überlisten. Noch eine Lens. Wie sagte Pete nochmal, du hast das ausgewählte Pack. Aber ist okay, bei den Pre-Release-Packs ist es gefühlt immer so. Es gibt eins, wo keine drin ist, und dann gibt es eins, wo zwei drin sind. Ja, war das letzte Mal doch auch so. Ja, da hattest du doch auch extrem viele Lens. Da hatte ich Legendaries, die nicht im Legendary-Slot waren. Das ist ja auch schön. Gucken wir mal, was ist es denn? 14. Doppelgrün 14. Unendliche Legionen. Die habe ich in Hyperspace vorher schon mal gesehen, so mit dem ganzen Artwork. Da sieht sie auch ziemlich cool aus. Ja. Beliebig viele Ressourcen, ne? So ein Finisher. Mhm. Wenn ich die spielen kann, dann habe ich genug Truppen hoffentlich drauf. Aber halt mit 14 Ressourcen, na, muss man natürlich festhalten. Aber auch kein Double Legendary Pack. Mhm. Ja, aber der hat einen scharfsinnigen Veteran. Nicht schlecht, Pete. Zwei Legendaries in Führung. Zwei Level. Achso, ich wusste nicht, dass das ein Wettkampf ist. Ja, das ist, da wir jetzt kein Deck bauen. Ach so? Finn habe ich gezogen. Ja, das machen wir vielleicht ein andermal. Aus den Karten ein Deck. Ja. Und man muss schon mal festhalten, immerhin sind die Legendaries so ein bisschen konträr zwischen Doppelgrün und Blau-Schwarz hier. Da würde ich schon sagen, sollte man sich entscheiden. Und ich würde wahrscheinlich nicht auf Doppelgrün gehen, aber das wäre jetzt nur mal erstmal mein erstes Gefühl dazu.
Ich kann ja auch für 18 spielen. Ja, das stimmt natürlich. Ja, jeder Aspekt, den man nicht hat, ne, kostet halt 2 mehr. Mhm. Wenn er gar nicht grün spielt, du könntest ja auch immerhin grün, blau, schwarz spielen, dann würdest du nur 16, würde dich die nur 16 kosten. Mhm. So, dann gucken wir mal hier. Sugi. Sehr rare. Und noch eine Rare, die Pike. Oh, der Long Pike, ja, der ist auch sehr gut. Und dann hier nochmal Foil Rare. Also Dreier Rare Pack ist auch schon mal. Schön delivered, der Mann. Ja. Also ich glaube, in der Rare-Kategorie liege ich vorne vielleicht, oder? Tust du. Wie viele Rares hast du? Das sind ja alles keine Rares, oder? Ach so, sind das alles Rares? Nee, das sind nicht Rares. Ich suche nur was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rares. Ja, ich habe ja 2 weniger. Ja, weil du ja Legendary gezogen hast. Wenigstens. Um das nochmal festzuhalten. Ja. So eins muss ich nachholen hier. Ich kann jetzt mit den Legendaries nur mit einem Doppel-Legendary-Pack gleichziehen. Ja, na, sexy. Oder geht's in Führung? Oder ja, geh mit dem Dreier. Der liebe Gar Sexy? Gar Sexy, dachte ich, sagst du jetzt. Bist du Gar Sexy? Ist er Gar Sexy? Ja. Ich hätte irgendwie gerne mehr von dieser Gang gesehen. Von dieser Moppet-Roller-Gang. Irgendwie schon. Also eine Karte fühlt, aber vielleicht kommt im weiteren Set. Eine Karte fühlt sich so deplatziert an. Aber wenn man die ganze Gang spielen könnte. Jetzt, vielleicht kommt es noch. Ja, also dabei. Hoffe ich. Ja, aber hier, der Inkasso. Ja. Das ist ein Inkasso-Flugzeug. Der ist da. Ich wollte gerade sagen, habe ich den zweimal, aber nee, ist unterschiedlich. Der Wookie-Krieger. Mhm. Ja, manche Trades gibt es natürlich. Aber hier kommt schon, da kommt sie schon. Man sieht es, ein bisschen gespoilt ist es schon. Ja. Der hypolonische Vollstrecker. Als Hype. Oh, das ist auch Carbonit eingefroren, ne? Als Upgrade jetzt, nicht als Ereignis. Ja, kann auch nicht auf Anführereinheiten gespielt werden. Aber ja, bleibt halt ewig da. Ja, wenn man es halt nicht los wird. Genau. Der schwere Kirazi, ich weiß gar nicht, woher die sind, aber der ist sehr stark. Habe ich, glaube ich, ist noch nicht gegen mich geflogen. Okay. Aber ich habe auch noch nicht so viele Spiele wie dann Fenrau. Mhm. Ja, Mandalorianer ist natürlich ein großes Trade in diesem Set. Kleine Legendary. Gosh, was? Nix, alles gut. Ich, ja, komm, hier, hätte ich hyperventilieren müssen. Wahrscheinlich. Ist schon wieder der. Der liebe Doktor. Ja. Hier, Fun Fact, er wird in 12 verschiedenen Systemen gesucht, deswegen davon noch 12 Ressourcen. Deswegen, okay. Wanted in 12 Systems. Ja. Bin aber gar nicht fertig. Guck mal hier, Hyperspace, mein Freund. Stimmt, du hast ja noch eine. Oh, Foil. Okay. Der Pike-Bus. Der zweite. Hast du alt. Hier kann man auch nochmal. Warte. Das sind sie dann, also die Unterschiede. Ja. Crazy. Fennec. Auch sehr gut. Spielt man Fennec aktuell in der Meta? Nee, aber es gibt Leute, die, also so komplett nicht, weil es noch keiner gemacht hat. Spiele eine Einheit, die 4 oder weniger kostet deiner Hand. Man muss sie aber bezahlen. Ich würde sie ja spielen. Ich habe nicht so viel Zeit, alles zu bauen. Weil, weißt du was, 4 und weniger? Aber die Aktion kostet ja trotzdem auch noch 1. Also die Einheit kostet aber quasi 1 mehr. Ja, aber ab 5 fliegt dir halt alles um die Ohren. Ne? Und der Faktor ist halt, wenn dir dann... Also eigentlich willst du das in, weiß nicht, Runde 1, 2, 3 verwenden, oder was? Ja, zum Beispiel, um das aufzuräumen, ja. Das Feld, du willst vielleicht nicht als Erster spielen. Aber ich sag mal so, wenn dir der dritte... K2SO gegenfliegt, ja. Dann fragst du dich wirklich, was noch los ist. Okay. Ja, hier eine Karte. Ich weiß gar nicht, ob wir schon noch eine andere Karte gesehen haben, aber die ist aus dem alten Set. Der Surprise, der Überraschungsangriff. Ja, genau, die ist auch. Noch einer, der reprintet wurde. Mhm. Ihr Upgrade besiegen, wie gesagt, daran denken, dass das auch Schild- oder Erfahrungstoken sind. Sehr wichtig, ja, weil Erfahrungen können auch dazu bringen, dass... Das Ding auch, das sieht so unscheinbar aus, noch nichts, aber dieses Wiederherstellen 2 nervt trotzdem irgendwie ein bisschen. Wurde nicht so häufig gegen mich gespielt. Ja.
das letzte Mal irgendwie gedacht, warum ärgert mich diese Karte so sehr, aber... Ja, das ist bei der hier so der Fall, weil die Leute die Sache immer nicht bis zu Ende lesen. Mhm. Ja. Ja, Einheiten gefangen nehmen ist halt ja die Sache mit Kopfgeld, die neue. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast schon, siehst schon mehr als ja, du spoilerst es ja hier. Guck mal, Scanner-Offizierin, sehr hübsch auf jeden Fall. Mega. Voll, also. Rare Gelb. Reihenfolge unter dein Deck. Piet, jetzt machen wir mal okay. Das Spiel hier. Uiuiui. Rare Gelb. Reihenfolge unter dein Deck, ist das ein Event? Nein. Ist das eine Einheit? Es ist eine Einheit, ja, Piet. Du hast ja jetzt schon ist gesehen. Die Villainy? Nein. Okay. Was ist denn gelb und geht unter dein Deck? Kostet sie mehr als 5? Nein. Einheit. Na, das war ja nur der in Klammern Text, was dann passiert, ne? Mhm. Also, die Karte. Kostet sie mehr als 2? Nein. Oh Gott. Ist es ein Upgrade? Nein. Also wir hatten gesagt, es ist Wir waren schon bei Einheit. Einheit 0 oder 1? Kostet sich 0? Nee, warum? Du hast gesagt mehr als 2. Achso, ja. Er hat sich jetzt schon wieder was hingemogelt. Ja, mit diesen. Upsi. Ich muss doch die Fragen ja mal lernen, weißt du, wenn man weiß. Kostet sie 2? Ja, sie kostet 2. Hast du Bad Batch gesehen, Pete? Omega. Aber es hätte ja auch einen... Gibt es einen gelben von der Bad Batch-Truppe? Gibt es eine gelbe Einheit da? Noch nicht. Von den Klonen? Noch nicht. Ja, Omega, genau. Und jetzt hier der Wookiee. Da bin ich auch mal gespannt. Aktuell gibt es, korrigiere mich, da gibt es noch nicht so viele Wookies, dass sich so ein richtiges Wookie-Deck lohnt, Wookie oder? Only? Wookie Only ist noch nicht so drin, aber also wie jetzt zum Beispiel mal Mandalorianer oder so. Aber wir können festhalten, ich habe leider kein Doppel-Legendary-Pack gezogen. Achso, ich dachte keine Showcase. Ja, das auch. Aber bei deinem Glück hier, 2 Legendary und eine Showcase, wäre Legendary. Zwei Legendary und eine Showcase, aber du wolltest die Showcase gezogen. Na jetzt, würde ich uns gönnen, einfach. Ich uns einfach gönnen. Geh mal hier aufs Detail. Soll ich mal im Detail machen? Spannender bleibt. Das würde man jetzt schon sehen. Das ist keine Showcase. Es ist, aber der junge Hahn. Ja, hat schon, war der erste. Der junge Hahn, der auch aktuell sehr viele Meta-Decks hat. Viele Freunde hat. Mhm. Der alte Hahn, der auf der Abschlussliste steht. ist also so ein Spitting-Image-Grafik-Stil irgendwie. Sturz des Rivalen, immer gut zu haben. Ah, hier, weil ja sowas reprintet ist. Ja, genau. Den Söldnertrupp kennt man auch schon aus Set 1. Das ist eigentlich so hier der Lightning Bolt aus Magic. Nee, der Lightning Bolt war ja das Open Fire. Das hier ist so ein Cantrip, war das da. Ach so, du meinst, weil der 3 Schaden. Ja, irgendwie so, aber ja. Aber es geht so in die Richtung. Na, Rot auch gerne direkt. Ist sehr, sehr, sehr gut, ist sehr gerne gespielt mit der Rea-Base aus Set 1, mit Harkentown. Du machst erst 2 Schaden und dann nochmal 3 zum Beispiel. Die Sternstunde hier. Der gute Stormtrooper. Die wäre halt, sowas wäre halt immer noch krasser, wenn du dann gleich angreifen könntest. Ne? So, dann wäre sie aber zu krass. Ja, auf jeden Fall, dann müssen sie wahrscheinlich teurer sein, aber so muss man halt immer gucken. Dann packt jemand ein Sentinel mit Schild hin und dann so war es. Oder nimm die Einheit auf die Hand zurück und dann. Ja, aber deswegen ist es ja so. Ja, das ist ja auf auch jeden so, Fall. Auf jeden Fall. Ja, hier finde Kind. Ja, noch ein schönes Upgrade. Der Wookie auch. Eine andere Wookie-Karte, genau. Mhm. Der Kartellverräter. Ja? Karten gibt es auch neue, die direkt mit Kopfgeld starten. Das ist dann das... Kosten dafür halt weniger. Genau, eine Einer mit 2/3. Dafür hat es halt diese Kopfgeldbestrafung. Der Schützer des Throns. Welches Thron? Die erinnern mich immer so ein bisschen an Herr der Ringe-Einheiten. Weißt du, hat nicht irgendwann mal... Diese Urukai oder so, auch so Helme, die waren gingen nicht ganz so aus, aber es sieht, Urukai, immer, sieht immer so ein bisschen aus wie deren Helme. Ja. Ein bisschen. Uncoming. Oh! G11! Die kennen wir doch irgendwo hier. Ja, wir haben ein Let's Play gemacht von Mandalorian Adventures. Ja. Da ist er der Gute. Genau. Beim Angriff, du darfst an der beschädigten Bodeneinheit 3 Schaden zufügen. Und noch so ein Grund, wieso man vielleicht Pillage spielen mag. Mhm. Also Brandschatzen hier. Nee, das nicht Pillage. Ach nee, du meinst. Ich meinte. Du meintest hier diesen Überfall? Oder? Gewaltigen Überfall, genau. Ne? Erst Schaden machen und dann angreifen.
Mhm. Ah, ja, ja. So, was haben wir noch? Ein neues Abenteuer auf Tatooine. Ja? Zwei Sonnen, wahrscheinlich Tatooine, bei R2 und. Ja, genau. Sehr stark auch gegen Leuten, die was klauen, Palpatine oder so, aber doppelgelb spielt man ja relativ selten im Konzept, also im Field. Der gute Echo wird alleine gespielt, weil er 4-4 und wiederherstellen 2 hat. Die Sache darunter ist natürlich ein Bonus. Ja, das heißt, also man kann eine Einheit ablegen oder eine Karte, die schon im Spiel ist, und dann kriegt man Erfahrungspunkte. So. Dritte oder nicht dritte? Ja, nicht. 155. Ich. Los geht's. I don't Wer know. Weiß es? Kostet 1. Und das Rot? Kostet 1, ist Rot und heldenhafte Karte. Ich sag, ja. Genau das. Ich dachte, das wäre die Karte, die du auch hast hier. Wo war sie? Dieser heldenhafte Angriff oder so? Der verzweifelte Angriff ist aber eine Common Card. Ach so. Und nur Rot. Hey. Entschlossenheit war das andere. Ja. Die, mal, die hatte ich so im Kopf. Ja, und dann Upgrade mit +1/+1. Was permanent bleibt, was man natürlich für mehr Kosten besiegen kann. Und jetzt eine recht teure Karte nochmal da. Also. Oh, gespoilt, ja. Eine Uncommon für 7. Gelb. Foil. Fennec Shand. Mhm. Ja, nicht nur als Leaderkarte Fennec hier, sondern natürlich dann auch, wie so viele andere, auch als Karte spielbar. Ja. Ja, ihr seht schon. Das war der komplette Inhalt. Nette Ausbeute. Das waren deine. Ja, das waren also hingelegt. Das könnte man natürlich auch komplett aussehen. Ja, und jetzt würden wir, aber das machen wir nicht in diesem Video, aber vielleicht kommen wir dann nochmal irgendwann später zurück. Man kann ja nie vielleicht wissen. Würde man jetzt aus diesem Kartenpool eine Deck bauen, mindestens 30 Karten. Würde man, oder wie, was würde man vielleicht machen? Worauf müsste man halt achten? Eine anführende Karte, eine Base-Karte, ne? Zwei Aspektfarben. Man kann natürlich auch Doppelaspekt, haben wir hier schon gesehen, ne? Zweimal grün, zweimal gelb. Und dann natürlich, ob gut oder böse spielen. Mhm. Und ja, dann gibt es auf die Mütze, würde ich sagen. Okay. Gucken wir dann mal. Wir sagen auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen. Wer so lange dran geblieben ist, ja, der wird wahrscheinlich. Der mag Pack Openings. Der mag Pack Openings oder spielt gerne Star Wars Unlimited. Wer wird das da nicht sonst vielleicht dabei sein? Ja. Ansonsten, ja, auf der Spiel in Essen wird es natürlich auch weitere Karten geben. Gerade weil ein Promopack dort zu beziehen ist. Das erzählen es noch nicht jedem. Wir erzählen es nicht jedem. Also, das wissen ja alle. Ja, genau. Es gibt für die Conventions in 2024 5 in Amerika. Eine in Europa, so ein Convention-Exclusive-Pack. Das heißt, auf der GenCon konnte man das auch schon kaufen quasi, ne? Wenn man Glück hat, das war so ein Ticketlos-System, man musste sich online ein Ticket kaufen. Ah, das gab gar nicht, da gab es, nein, da bin ich mir nicht. Nee, das war bis jetzt immer so, du musstest dich online, musstest du dich halt reservieren, musstest dir so ein Online-Ticket ergattern. Es gab 100 Tickets und wer so ein Ticket hatte, konnte dann einfach in den Asmodee-Shop da gehen und sagen, hier ist mein Ticket. Du meinst, das wird für die Spiel auch so gemacht? Die werden auf jeden wissen Fall. Wir jetzt wissen wir nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es irgendwie auf der Webseite irgendwie eine Option gibt, auf der Spielwebseite. Oder es wird halt wie bei Locana gemanagt. Ich glaube nicht. Wie wurde es dann bei Locana gemanagt? Jeder kriegt einen? Oder? Ja, bei Locana war die, und so war die offizielle Ansage, aktuell laut dem Newsletter hier bei Star Wars Unlimited, dass man eine Person ein Set kaufen kann. Und bei Locana haben die Leute dann einen Stempel bekommen. Und das endete, eigentlich müsste man ein Tattoo geben. Das endete genau dann so, dass Leute. Das wäre ja mal eine Promo. Willst du die Promo wirklich haben? Wir tätowieren dich. Ja. Ja, da war es ja so, dass man quasi zu einer Sache, die man gekauft hat, halt da auch die Promo irgendwie bekommen hat. Okay. Oder er bekommen ich. Hat. Ich war jetzt nur der coole Typ, der sich einmal komplett rasiert hat. Ja, der dann sich den Stempel abgerubbelt hat und nochmal in die Schlange angestellt hat oder halt Leuten halt irgendwie Geld angeboten wurde, willst du das nicht kaufen für sowas? Mal, ich hoffe, dass es solche Ausmaße nicht annimmt, aber das ist natürlich so ein Thema, ne? Für Leute, die nicht nach Essen kommen oder ähnliches, ja, wie denn damit umgegangen wird. Aber die wird, Spiel wird ja nochmal ein Stück krasser, weil Amerika ist Amerika.
Du hast eine Messe in Europa, wo auch die ganzen Leute, also wo ganz Europa irgendwie vorbeikommen. Ich hoffe mal, sie haben genug Packs dabei. 100 Stück pro Tag. Ja, vielleicht aber nicht auf der Spiel in Essen. Ach so. Meine. Da wäre dieses Thema 100 Stück am Tag ja trotz irgendwie merkwürdig, wie du schon feststellst. Eine Messe in ganz Europa. Klar, Amerika ist groß, wenn man sagt, es sind doch 5 Veranstaltungen in Amerika. Ach, du meinst, dass sie mehr dabei haben? Ja, ich hoffe, dass sie mehr dabei haben. Also 1000 pro Tag. Wir werden sehen. Letztendlich müssen sie die ja, um ganz ehrlich zu sein, müssen sie die Limitierung ja, also sie müssten denn nur vielleicht die übrigen, die sie überproduziert haben, vernichten oder haben sie später nochmal auf anderen Events. Das Herstellen der Karten sind ein paar Cent. Hast du nicht noch ein paar Black Loti zu Hause, weil die würde ja, viel gemacht hat? Ja, weil ich da gearbeitet habe. Ich brauche mal ein bisschen Geld, ich nehme mal so ein Convention Exclusive Pack. Also deswegen bin ich da gerade so irritiert, dass sie das auf 100 Dinger da limitiert haben. So. Also so ein Set kostet. Nee, vielleicht haben sie sich das ja ausgerechnet, dass sie halt, wenn sie jetzt in jeder Messe 300 oder 400 rausgeben, dann sind sie ja bei 6 Messen. 2000 Stück. Ja, aber warum? Ich dachte, die Limitierung ist nur, dass man das auf den Events bekommt und nicht noch limitiert sozusagen, weißt du? Achso, doch, das war aber vorher klar, dass wir es limitieren. Oh ja. Also nicht, dass wir unendlich viel da haben, sonst würden ja die... Letztendlich könnte denen das ja egal sein, ja, weißt du? Stimmt. Also wenn jetzt da 5000 Leute einer so ein Ding kauft und 5000 da sind... Ja, vielleicht wollen sie das einfach auch selten halten. Ja, das natürlich. Es wird ihr einen Grund geben. Weißt du, sie haben zu Hause, vielleicht haben sie auch 10.000 gedruckt und verkaufen nur 2.000, weil sie alle sagen, ja, hier, ja. Schön, ja. Möglich, achso, gucken wir das mal auf den Plattformen. Gucken wir mal, da kriegen wir $400, ja, ich verkaufe mal einen. Bleib da bitte auch ruhig, wenn du das auch schon sagst. Atmet da ruhig durch die Hose, wenn ihr die vielleicht nicht bekommt. Das sind alles Karten, die es normal schon zum Spielen gibt. Genau. Selbst die Entwickler und die ganzen Leute, die da arbeiten, die haben die auch nicht. Also die. Es ist klar, also nur sich das als Sammelobjekt hinzulegen, es ist halt so spekulativ. Keiner weiß, ob in 10 Jahren irgendjemand diese Karten haben will. In zwei Jahren oder in 3 Jahren. Und die Sets werden ja auch rotieren. Also es wird ja eine Rotation geben. Die Karten werden ja dann irgendwann nicht mehr offiziell im Turnier gespielt wahrscheinlich. Mhm. Also klar, es ist auch schön, ihr könnt Dinge auch sammeln, man kann sein Hobby haben, man kann auch Geld ausgeben, gar keine Frage. Aber wenn ihr vielleicht wisst, okay, ihr habt da eh vielleicht so eine Anfälligkeit dafür und ihr wollt es irgendwie nett spielen oder ihr habt ein Budgetlimit, bleibt da ruhig. Ne? Ich weiß, es ist immer schwer oder einfach zu sagen und schwer umzusetzen, aber das nochmal an der Stelle. Ja, da muss man schon mal so eine Showcase pro Set ziehen, damit sich das... Damit man das selbst Naja, wobei, die 1 bis 2 richtige Legendaries, zwei Legendaries, zu einem guten Kurs vielleicht, die irgendwie 40, 50 Euro, dann bist du auch schon wieder knapp bei, wenn du sagst, du kriegst vielleicht für 2 Karten 90 Euro. Ich sag mal so, alles was Common Uncommon ist, das verschenken die Leute meistens, wie viele Karten haben wir so in den Communities oder so. Die Decks werden auch so gebaut. Sicher ist nur... Gebt nur das aus, was ihr könnt. Und ansonsten. Spielt online auch erstmal vielleicht mit Decks, gefallen die euch, kommt in den Austausch. Ne? Es gibt ja leider keine offizielle Online-Variante davon. Ne? Also offiziell insofern. Nicht, aber ihr wisst, wie das immer ist. Da kann man auch erstmal Decks testen. Zum Beispiel, bevor man sich jetzt zum Ding Karten holt oder wie wir hier, wir tauschen Sachen aus. Ey, hat man nochmal die Karte, man will die denn zum Beispiel auch mal auf dem Turnier spielen, da brauchst du die Karte dann auch und nicht. Ja, aber das ist ja genauso, wenn wir das machen würden und es ist auch so, in den Leuten sagen wir, ich würde das Deck spielen, hat jemand das noch und kann mir das mitbringen. Bisher ist es so, wenn die Leute sich so ein bisschen kennen und in den Communities sind, dann geht das auch. Und die ganzen Casual-Events, da kommen die Leute, also da wird halt gefragt, hast du was, wenn ich mit einem Proxy spiele? Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht, ist mir komplett egal. Hier geht's um nichts. Ja, und da geht's ja dann auch halt wirklich um das Spielen, um vielleicht die Idee des Decks, um den Skill des Spielenden. Und da ist ja letztendlich erstmal scheißegal, konnte der sich die Karte leisten, hatte der das Glück, das zu ziehen, sondern kann man auch gut mit einer netten Deck-Idee vielleicht da gewinnen oder so. Und das ist ja letztendlich... Ansonsten ist das ein ganz schönes Geldgrab, da muss man halt immer alles regulieren, da muss man sich selber fragen.
Will man das? Auf jeden Fall. Aber ihr kennt sowas ja auch aus dem normalen Brettspielbereich, was eskalieren kann, wenn man sich einfach gefühlt noch ein neues Spiel holt, noch ein neues Spiel holt und noch ein neues Spiel. Die kosten dann auch irgendwie zwischen 30 und 100 Euro. Ne, vor allem sind die auch alle teurer geworden, ne? Ja. Also, und, ein gutes Spiel kostet jetzt auch 80 bis 100 Euro. Okay. Also nicht ein gutes, sondern ein Heavy Euro oder so. Mhm. Die kosten alle zwischen 60 und oder 50 und 100 Euro. Ja. Und das muss man halt auch erstmal haben. Da kann man, also wenn ich so denke, früher so 10 Stück gekauft, ja, kein Problem. Dann haben die alle 30 Euro gekostet und jetzt wird es schon herausfordernd. Ja, kauf vielleicht drei. Ja. Neben der Tatsache, dass man meistens die 10, die man dann gekauft hat, auch nicht gleich gespielt hat und einige davon auch nie gespielt hat. Ja, aber man hat einfach mehr wiederverkauft, gefühlt. Ja, wenn man das gemacht hat. Dann wäre es ja auch irgendwie so ein... Weil wenn ich mir jetzt nur 3 Spiele kaufe, die gefallen mir nicht, behalte, die verkaufe ich keine mehr. Also irgendwie ist es... Meinst du? Manchmal ist es so ein bisschen... Ah, verstehe. Naja. Wir schweifen ab. Egal. Genau. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mal gucken, falls ihr das hier sehen durftet und konntet. So oder so freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.